Und hi Leute, ich bin wieder Critten und willkommen zu einer weiteren Episode von Hat in Time. Und ja, ich hatte einiges hier gemacht. Wie man schon hier oben sieht, da mit dem ganzen Mafia-Ding, hat hier so ein paar restliche Sachen erledigt. Sowas wie Zeitrisse und das ganze Zeug. Hier habe ich noch nicht, dafür brauche ich so ein besonderes Ding, aber das habe ich momentan gar nicht. So ein Zeitstabhut. Aber was Hüte angeht, ich habe neue bekommen. Kidshut, das sind so ein paar Mods, mit denen ich ab und zu mal rumspiele. Sprinthut. Wenn mit so einem bestimmten Badge hier kann ich so schneller fahren. Ist quasi. Ansonsten wird's einfach. Sprinte ich einfach nur, aber damit kriege ich so ein richtiges Auto. Hexenhut. Das. Yarnhead ist einfach komplett OP, weil. Und es geht noch weiter. Unendlich. Eishut. Cappy. Wird sicher irgendwann mal helfen. Dann noch irgendwie das. Aber naja. Lass uns weitermachen. Hatte ich noch dieses Ding, das heißt. Aber das ist im Grunde nicht wichtig. Er ist unwichtig. Und naja. Was dieses Ding angeht, hier. Ja, Kapitel 2, Kampf der Vögel. Tja. Ich hatte das Deadbird Studio mal einfach so ausprobiert. Anders gesagt, einmal da Schaffner und DJ Grooves. Der eine steht auf dem Western-Ding, der andere auf so anderes Zeug und. Und naja, jedenfalls, die schreiten sich über so einen bestimmten Preis. Aber als erstes fangen wir mal jemand an. Kapitel Kampf der Vögel mit Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als Detektiv nutzlos. Hey, Krähen als Korn-Agenten und Eulen als Eulen. Wow. Knife. Welcome back, lassie. I haven't written the script for my next movie yet, so we're not recorded. I'll call for you when the script is ready. Bull's sister's maiden name. Oh, it is. I see. This is the kind of uncle's sister's maiden name I would expect from a fellow express owl. Wer ist da verwirrt, dass aber versucht, da reinzupassen, aber passt gar nicht rein? Angeber. Wir wissen alle, wer die. Hello, fellow express owl. Do you care about security? I care about security. You should not be going around telling information to strangers. It could be a security. I can help your daily life become more secure. What is your favorite combination of letters and numbers? Tja, das liebe ich. I see. Is also my favorite combination of letters and numbers. Stell dir vor, so würde man einfach so ein Passwort aussuchen. Man kriegt es einfach nicht raus. Man muss irgendwie auf das Tastatur raufhauen, bis es dann richtig passt. Naja. Ich habe halt irgendwie so diesen ein Badge bekommen für diesen Typen gerade eben, wovon ich gesagt habe, dass er unnötig ist. Dabei sieht man irgendwie sowas wie Geschenk und ähnliches. Aber alles, worauf er zeigt, ist der Ofen. Und ich bekomme langsam leichte Vorahnung, dass der Typ was gegen mich hat. Did you notice that there's suddenly a lot of crows on this train? They all gone on the last stop. Speaking of, at which stop did you? What do you mean you fell from the sky? Did you know that having a pet helps improve self-confidence and relieve stress? Did you also know that pets can have pets? Unfortunately, us express owls are not allowed to have pets. It is a sacrifice we must make in the name of Hooting. But if you had a pet, what do you think the name of your pet's childhood pet would be?
Uga. Uga is certainly an interesting name for a pet. Even for a pet's pet. Ich weiß, was? Ah, nein! Ich will nicht! Okay. Oh, hello, fellow Express Owl. I am stuck on an advanced mathematical and scientific issue. Do you see this advanced formula on the blackboard? I cannot can you decipher the scientific formula for me? What does it say? Oh, say. I see. The solution is... It was obvious, and thank you for agreeing to the terms and conditions on the backside of... Oh, na. Ich habe sehr große Bedenken, was das hier angeht. Be a superhero, the most important feature of a superhero is the name. If you were a superhero, what would your name be? If entered an online form, standardized account identification requirements. Booty Slayer! Behold the giant booty slayer! It's great! I can already imagine it! Savior of Justice! Ich schwör, würde ich mir einfach dieses eine Sea of Thieves kaufen, würde ich so mein Schiff nennen. Behold the booty slayer! Real quick. Recording? All have parts of our body we're ashamed of. This is why some owls choose to pluck their feathers. Which body part of yours are you the most ashamed of, Express Owl? Das ist sehr privat, müsst ihr wissen. I'm ashamed of my burger. Oh, poor Express Owl. You shouldn't be ashamed of your... Ich schäme mich sehr für meinen Burger. Checked out by a doctor. I read online, it could be a sign of bird flu. Geschenk! Detektiv Ott für Zeitverbrechen aufzuklären. Acht auf Hinweise. Geschenk? Gott! Oh, guck mal. Oh Gott! Mörder! On my Owl Express! I can't believe someone would murder one of the Express Owls! Oh Gott! And I can't believe even more that it's your uncle's sister! Oh Gott, nein, warum? Ooh, you're giving me the quiet treatment, eh? That's what a murderer would do. Oh Gott, ich würde genau mein Ehr so rollen. Aber... Case to us. We're Caw, the Crow Agent Watch. We've been monitoring everyone on this train since the last station. We'll be searching the entire train for evidence. No one is allowed to go outside of this wagon. What? I can't even walk around in my own train! Oh, how dare ya! Once the clock hits midnight, we'll get off at the station with the murderer in cuffs. Stay here while we investigate further. No, ich soll stehen bleiben. Die Expressbahnen sind jetzt verfügbare Verdächtige. Oh nein, die Zeit ist um. So. We don't know. We couldn't find any conclusive evidence. We... What? So you've done pickle to solve the case. Who's the mayor? Was soll ich nicht mehr? Schiebe es einfach auf ihn. Me?
be the murderer. I'm the conductor. What? No, seriously, what? No, it wasn't me. Stop. Cut it out. All right, fine. It was me. I did it. Here, you're happy? Yeah. How'd you figure out it was me? I tried really hard to avoid being the villain in my own movie. The Express Owl isn't even dead. I just gave him the rubber knife and asked him to play dead for a few hours. Yeah, can I go now? I'm kind of sore from playing dead for so long. This rubber knife is also a bit uncomfortable. Na gut, schick direkt. Well, thanks for solving the murder, lassie. Not only did you reveal the murderer, you also revealed that the victim was never harmed. And you gave us intense footage for the movie. What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh, think again. That was all just a setup for my newest Owl Express movie. Murder on the Owl Express. Interessant. Da bin ich weiter, bis auf Netflix rauskommt. Oh, you think DJ Picnic will make a movie that's even remotely as good? Ha! I think not. Oh. Here, take this thingamajig and get out of here. Yeah, baby. Get them really up and going for your movies. Once you've got them going crazy, come back here and we'll show off our new prop. That's right. We'll unveil our new movie prop to them. Oh, hi there. Yeah. Hey. Audience is going crazy, darling. Wow. Super Requisite. Wow. Also sie zugeben hier. Point. Yeah, baby. Oh, sogar mehr Punkte. Zugsause. Train Rush? Ist es Train Rush? Die schaffen als der gefährliche Zugführer, ein Mädchen als rücksichtsloser Zünder, Eulen als... Oh, Schlüssel-Item. Oh Gott. Denkt immer daran, Kinder, nicht. Immer daran, Kinder, immer die. Oh Gott, das brennt. Ich mag das. Please. Gimme. Boah. Ah, denkst du, es ist so einfach irgendwie hier? Ganz nicht. Nee, oh Gott! Ah! Ah! Oh nein! Lass mich raus! Oh nein. Oh Gott. Okay.
ist sicher die Stimmung ist vom vorherigen Kapitel sehr umgedreht. Okay. Für das Subkondor, für die Geister, aber den Subkondor. Ich werde die folgende Geist nehmen. Your Soul, und behalte alles, was du auf deinem Weg findest. Ach. Oh Mann. Ah. Oh nein! Okay, das Ding ist einfach so verschwunden. Not everyone. Bye bye! Bye bye! Come with me! Thank you! How interesting. Hier was falsche. Da. Zoomen. Zoom. Zoom. Danke. Aber naja, ich denke, das war's für die hier Episode. Wir werden dann nächstes Mal wahrscheinlich gucken. Vor allem weiter in diesen Subcon Forest, weil anscheinend kommt dieser Hookshot und ich glaube, wir brauchen den. Aber nein, ich werde mal gucken, was bei mir im Kleiderschrank ist. Der Kleiderschrank ist voll, aber im Keller ist noch genug Platz,